Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shovel Knight, und zwar das Kapitel Shovel of Hope. Das ist das erste von vier Kapiteln. Und in der letzten Folge haben wir die Fähigkeit erlangt, durch dieses Gestein hier durch zu pacen. Und das nutzen wir jetzt auch natürlich. Tada! Autsch. Ich hoffe, ich krieg die Sachen auch wieder. Da unten kriege ich mich wieder. Das ist so knapp immer. Einfach mal runter. Ey, das ist ja abgefahren, ey, hier. Ey, wir haben 10.000, das ist so geil. Das freut mich. Oh, wir haben sogar mehr als 10.000, weil wir haben, glaube ich, jetzt drei Notenblätter. Die wir natürlich auch abgeben jetzt. Ah ja. Ja, das brauchen wir alles nicht lesen. Gut, der hat keine Essensmarkt mehr. Gehen wir mal hier hin. Okay, von dem haben wir alles schon gekauft. Ja, ein letztes Mal noch. 8.000, okay. So. Dann haben wir auch die 5.000 und können dahin. Trickverkäufer. Dies ist die Halle der Helden, ein lebendiges Monument für die Gründer dieses großen Landes. Eintritt für eine Person, das macht dann 5.000 Gold. Ach, der heißt Ticketverkäufer, nicht Trick. Ach, egal. Wunderbar, zweifellos, ich kann nicht mehr lesen. Wunderbar, zweifellos ein Kunstkenner. Viel Spaß bei deinem Besuch. Ich habe Trickbetrüger gelesen. Was es wohl scheinbar auch ist. Ah, hier spukt's, Geister spuken in diesen Hallen und wir sind alle hier gefangen. Auch du. Aha, willst du was dagegen unternehmen? Na super. Über Geister. Was ist das da?
kann nicht glauben, dass ich mein ganzes Geld dafür gespart habe. Auf meinen Reisen habe ich gelernt, dass Geister das Licht hassen. Jetzt weißt du das auch. Was denn? Die Kugel bringt die Geister sogar um. Kultivierter Kerl. Ha, hier kriegen mich die Geister nie. Solide Mauern, mein Freund. Total sicher. Das sind Geister. Ich fall da immer wieder durch. Jetzt. Oh, komm schon. Ah. Okay, ich glaube, ich muss die Geister alle killen. Kann das sein? Versuchen wir es einfach mal. Hier habe ich aber keine Kugel. Vielleicht hier rechts lang? Komm schon. Die fliegen da nicht durch, okay. Hm.
Geister können kein Licht, mögen kein Licht. Also ich glaube, ich habe jeden Raum geklärt, bis auf den da unten. Entschuldigung. Kultivierter Kerl. Na genial, du hast mein Geheimversteck verraten. Jetzt erwischt die Geister uns beide. Entschuldigung. Da steht einfach das Alphabet. Oh, ja, Endkampf. Geschafft. Aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Das war irgendwie cool. Das hat richtig Bock gemacht. Also das war mal so ein Fight, der... Ja. Kann man machen. Ticketverkäufer. Hey, vielen Dank, dass du uns vor den Geistern gerettet hast. Wie gedankenlos von mir, dir nicht zu sagen, das ist der Spuk. Allerdings geht man dieses Risiko ein, wenn man die Katze im Sack kauft. Bitte lass mich dich für deinen ritterlichen Mut belohnen. Hat er mir jetzt echt nur 50 gegeben? Bitte komm jetzt besser wieder, um die Sammlung erneut zu genießen. Das heißt, erneut gegen die Geister zu kämpfen? Nein. Danke.
Meisterschaufel. Cool. So, hier ist sonst nichts. So. Das heißt, das ist der letzte Kampf. Später, nein. Also der letzte Kampf jetzt von den kleinen Kämpfen. Nicht der letzte für das ganze Spiel. Ja, das taucht wieder auf. Perfekt. Da. Erster Checkpoint. Ich wollte doch nur ganz leicht springen. Der erste Checkpoint, ey, wie groß ist denn das Level? Oder wie lang? Thank you.
Oh, komm schon. Warum streckt er seinen Hintern da raus? Mann. Boah, ganz hier hinten. Echt jetzt? Hey, was für ein Level. Yay! Oh, doch nicht yay. Ach, das ist so ein Flüchtlevel, ja. Jetzt kriegt er mehr als ein Boss, ey. Die Aale leben, so einen Trip hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Ich glaube, mir wird's schlecht. Egal, ich habe hier wieder ein geniales Angebot für dich. Willst du mal sehen? Ja. Einen unaufhaltsamen Halbmond der Zerstörung. Okay. Ach, damit kann ich dann nach oben endlich schlagen. Ah. Ugh. Nein. Oh, verdammt.
Oi, was für ein Level. Ja. Ey, ich hatte es doch gerade geschafft. Jetzt mal ernsthaft. Der war doch gerade am Zurückkommen. Das war jetzt dumm. Einfach nur dumm. Das ist eine Menge. Und tschüss.
Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit dieser blöden, doofen Welt. Ey. Ich weiß nicht, irgendwie Wasserlevel sind irgendwie nicht meins. Ich war auch die ganze Zeit irgendwie still gefühlt. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch trotzdem gefallen hat, Daumen nach oben, würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar unten da lassen. Natürlich könnt ihr auch den Kanal abonnieren, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim meinem Versagen wie jeder andere, der gerne zuguckt, wenn jemand versagt. Nee, also irgendwie, weiß nicht, heute steckt irgendwie der Wurm drin. Naja, vielleicht der nächsten Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.